Frau Steurer, medizinische Fragen sind ja sehr kompliziert. Und wie machen Sie das, dass Sie Patienten können mit in den Entscheid einbeziehen? Ja, zum einen und zum ersten und wichtigen, dass wir versuchen, diese komplexen Sachverhalte und Informationen verständlich und auf Augenhöhe mit dem Patienten zu kommunizieren und dass unsere Information auch die Annahmen, Ängste, Probleme, die Patienten dann mit so einer Information haben, berücksichtigen und versuchen, gewisse Dinge auch dann zu klären. Wieso ist denn das so wichtig, dass ich als Patient informiert bin und mitentscheiden kann? Weil ich als informierter Patient auch mehr Kompetenz habe und mich damit eben als aktiver Partner in meinen Behandlungsprozess mit einbringen kann. Und dies ist besonders wichtig. Wir betreuen viele chronisch kranke Patienten, die ein oder zwei und mehrere dieser chronischen Krankheiten haben. Für diese Patienten ist es besonders wichtig, weil wir wissen, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis dadurch gestärkt werden kann, dass vor allem auch die Langzeitbetreuung, Therapietreue, Komplikationsvermeidungen, zum Schluss eigentlich die Lebensqualität des Patienten als aktiver, involvierter Partner besser ist, als wenn er sich nicht selbst beteiligt an seinem Krankheitsverlauf. Können Sie das an einem Beispiel mal illustrieren, wie das konkret dann aussieht, der informierte Patient? Ja, gerne an einem Beispiel aus meinem Bereich, chronische Lungenkrankheiten zum Beispiel. Da ist es so, dass wir nebst dieser Wissensvermittlung Patienten auch anbieten, dass sie durch ein gezieltes Schulungsprogramm mehr Kompetenzen entwickeln, dass sie vor allem dann lernen, rechtzeitig und richtig auf eine Verschlechterung ihrer Symptome zu reagieren. Und wir konnten beweisen und belegen, dass diese Patienten weniger häufig im Spital landen und dass sich dadurch, wie vorher erwähnt, auch die Lebensqualität verbessert. Jetzt gibt es ja unendlich viele Quellen, wo man sich informieren kann. Was empfehlen Sie, wo ich wirklich dann meine Informationen sollte holen? Ja, ist ein wichtiges Problem, diese Flut an Informationen. Und ich erlebe das auch tagtäglich in der Praxis, dass Patienten dann oft mehr verunsichert als sicher sind. Und da würde ich schon meinen und bin auch überzeugt, dass Patienten sehr gut in ihrem Praxisteam, in ihrem medizinischen Zuhause, so wie ich das auch gerne nenne, die erste Anlaufstelle haben. Und das ist natürlich mal der Arzt, aber das sind auch unsere sehr gut geschulten und aus- und weitergebildeten Praxisassistentinnen. Jetzt, wenn Sie Ihrem Alltag vor Augen halten, was muss gegeben sein, damit der Austausch stattfinden kann? Ich glaube wirklich, als erstes muss mal so dieses gegenseitige Vertrauen gegeben sein. Arzt und Patient nicht ein hierarchisches Gefälle, sondern wirklich so dieser partnerschaftliche Ansatz, dass man sich gegenseitig respektiert, dass man gegenseitiges Wissen und auch Erfahrung akzeptiert und wertschätzt. Denn auch jeder Patient ist Experte für sein Leben und für das Leben mit der Krankheit. Und da, glaube ich, ist es sehr gut, wenn Arzt und Praxisteam diese Position einnehmen, nebst dem, dass ein Patient sich natürlich auf die Expertise und auf das Fachwissen unbedingt verlassen können muss.